Kein Mensch ist ein Untermensch. Alle Menschen haben das Recht auf Schutz. Alle Menschen müssen eine Stimme haben. Wie sollen wir das erreichen? Was können wir tun? Wir müssen zusammenarbeiten. Und für die technischen Leute, wir müssen freie Software schreiben. Wir müssen sie machen, wir müssen sie finanzieren und wir müssen sie benutzen. Alle die Leute müssen benutzen. Eine gute Freundin bei mir, Leif, hat gesagt, dass wir brauchen vielfältige Taktiken und wir brauchen vielfältige Strategien. Und ich denke, das ist richtig. Wir müssen in dieser politischen Raum, in diesem Internetraum, wir müssen über die ganze Welt, in Kunst, alles. Und wenn wir haben das gemacht, dann wir können das sagen, alle Staaten müssen die grundlegenden Menschenrechte respektieren. Ich wiederhole, alle Staaten müssen die fundamentalen Menschenrechte respektieren. Und jetzt erlaubt mir, mich direkt auf euch zu wenden. An jeder einzelnen persönlich hier vor der Bühne. Wir brauchen dich. Wir brauchen diese Massenbewegung. Wir müssen gegen Massenspionage aufstehen und noch mehr. Wir müssen für die Menschenrechte aufstehen. Wir müssen uns für alle stark machen, für die sonst niemand aufsteht. Für alle die Leute, alle die Menschen über die ganze Welt. Für Brief- und Postgeheimnis, für Internetgeheimnis, für Verschlüsselung. Es funktioniert. Und für Anonymität. Es schützt dich. Und noch etwas. Sind Sie in der NSA? Sind Sie bei dem CIA? Bei dem Bundesnachrichtendienst, bei dem Bundesverfassungsschutz, leak more documents. Oder seid ihr nicht bei NSA, Bundesnachrichtendienst oder CIA? Dann geht dorthin. Arbeitet dort und draußen kommen mit dem Dokumenter. Wir müssen die Welt verändern. Wir müssen alternativ bauen, teilen und benutzen. Wir können das alleine machen oder zusammen, aber wir müssen. Asylum for Snowden, Freiheit für Chelsea Manning, Justice for those who reveal injustice, Schutz für alle die Leute über die ganze Welt. Dankeschön. Okay.